Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic Review, heute mit Shazam Band 1. Ja, ist ein neuer Run von Geoff Johns. Hier im ersten Run sind auch erstmal nur die ersten vier US-Hefte beinhaltet. Zeichner haben wir Dale E. Clesham, oder wie der genau ausgesprochen wird. Der ist ganz nett, also die Zeichnungen sind ganz nett. Geoff Johns als Autor ist auch eigentlich ganz ordentlich. Man muss halt nur sagen, dass es halt jetzt auch erst der Anfang ist und ich muss sagen, der Band war für mich etwas zu kindisch. Irgendwie. Er wirkt zu bunt, zu. Weiß nicht, vielleicht passt das auch zu Shazam und dann mag ich es einfach nicht, aber bei mir, also ist im Vergleich zu dem Band aus New 52, ist das hier doch sehr. Einfach anders auch gewesen, ne? Aber okay. Es wird hier noch erstmal erklärt, was Shazam und seine Familie also sind und wo sie halt herkommen und so, ne? Beim Erkunden der Höhle finden die Kinder dann noch eine Karte zu neuen Orten. Dazu taucht dann noch jemand für Billy praktisch auf, aber die Kinder sind halt schon weg. Ich muss jetzt nicht spoilern, wer das jetzt ist. Dazu taucht dann noch jemand für, sehen wir dann ja halt auch noch Dr. Sivana. Der hat im Ohr auch hier diesen Dr. Mind oder wie der heißt, Mr. Mind. Diese Raupe halt im Ohr und die arbeiten anscheinend auch aktuell zusammen. Und ja, die Kinder reisen zu einer Welt, die sehr spaßig aussieht, aber da darf man sich auch nicht sicher sein, ob das wirklich so toll ist. Und es gibt auch noch andere Welten. Ne? Zum Schluss gab es dann noch eine nette Mary-Geschichte, das fand ich ganz schön eigentlich gezeichnet, von Mayo Saint Naitu. Das war ganz gut eigentlich, hat mir gefallen, war so simpel, aber hat mir doch gut gefallen. Dort sehen wir, wie sie von ihren Eltern, beziehungsweise auch warum sie von ihren Eltern weggelaufen ist, wie sie dann zu ihren Pflegeeltern kommt und wie sie dann halt Teil der Familie wird. Fand ich ganz schön, ganz kurz, aber sehr schön eigentlich. Lustig war vielleicht das schöner als die ganzen vier Hefte so zusammen. Allgemein muss ich sagen, irgendwie ist es okay. Es ist ein netter Anfang. So, man muss auch gucken, es ist ja erst der erste Band. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so lang wird wie so eine Batman-Reihe oder doch eher kurzweilig. Aber es ist mir doch irgendwie so, wir kommen ja schon in so eine kunterbunte Candyland rein und da gibt es ja auch so einen King Candy oder so heißt der, der ihn da auch begrüßt und weiß ich nicht, hat mir jetzt nicht so zugesagt und auch im Vergleich, wie schon gesagt, zu dem Shazam-Band aus New 52, der wesentlich ernster und auch größer war halt, war natürlich aber auch mehr drin, sagen wir mal so, darum sage ich ja auch, ist ja auch erst der erste Band, aber ja, es wirkt hier so, als hätten wir eben eine kleine Story hier und das wird auch nicht groß mehr werden, halt so nicht nur. Wir erleben ein paar kleine Abenteuer, so Arcade-mäßig mit der Shazam Family. Kann den einen oder anderen gefallen, mir hat es weniger zugesagt, trotzdem irgendwie nett und auch am meisten mit dieser Mary-Geschichte ging noch. Darum kriegt das hier immer noch eine gütige 7 von 10 von mir. Ich schätze mal, riesen Shazam-Fans werden hier immer noch Spaß haben. Shazam finde ich halt cool, aber ist auch nicht unbedingt Batman, sagen wir mal so. Darum kann ich mir vorstellen, dass es einige da draußen gibt, die das mit dem Band mehr anfangen können. Ja, das soweit von mir zu Shazam Band 1. Wenn ihr das schon gelesen habt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von denen haltet. Wer ist vielleicht euer Lieblingscharakter? Wahrscheinlich irgendwie Billy, aber vielleicht gibt es ja noch jemand anderes, der Shazam von mir, den ihr cooler findet. Und ja, das soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.